Ich hatte einen Traum, dass ich ein riesiges Brötchen aß. Als ich aufwachte, war mein Kissen weg. Hahaha. Hallo, Nana. Kannst du dich auch nicht entscheiden? Leica M in Silber oder Schwarz? Fragezeichen. Dieses Video entstand unter der Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Partner für hochwertige Kameras und Zubehör. Leica macht es einem aber auch schwer. Da hat man es geschafft, fast 7000 Steine zusammenzukratzen und dann steht man vor der nächsten Hürde. Die wahrscheinlich schönste Kamera auf dem Markt ist lieferbar in Silber und in Schwarz. Luxusprobleme unserer Zeit. Ich habe mit mehreren Profifotografen gesprochen und habe ihnen eine Frage gestellt. Silber oder Schwarz? Tino Semmer, du stehst im Leica Store und willst dir eine Leica M kaufen. Ich greife erstmal zu, ja. Silber oder Schwarz? Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich da keine Nanosekunde überlegen. Immer Black. Black is King. Also, kannst du es begründen? Weil ich finde, Schwarz hat für mich persönlich, im Idealfall würde das Leica-Logo sogar noch auch komplett schwarz sein. Dann würde ich es noch geiler finden. Ich finde halt so ein Schwarz, und das ist ja so ein schönes Mattschwarz, hat nochmal irgendwie sowas, so ein bisschen mehr Understatement. Und so eine Leica umhängen zu haben, hat ja irgendwie oft so ein bisschen sowas Prolliges, Protziges. Und wenn es halt ganz schwarz ist, finde ich, ist es halt irgendwie ein bisschen mehr Understatement. Also ich mag einfach Schwarz auch in Kleidung und trage sehr gerne schwarze Sachen, wie man an meiner Jacke sieht. Und nee, ich finde es einfach, wunderschön, eine schwarze Kamera in der Hand halten. Ja. Ich würde mir auf jeden Fall nicht die Frage stellen, ob es das Geld wert ist, so eine Kamera zu kaufen, oder ob es Sinn macht. Ich persönlich finde es mega geil. Ich finde, es ist ein ganz besonderes Gefühl, so eine Kamera in Hand zu halten. Ich finde es super wertig und ich habe ein paar Mal jetzt auch mit ihr fotografieren dürfen. Und die einzige Frage, die sich für mich stellt, ist, wo zum Henker kriege ich die Kohle her, damit ich dieses scheiß Ding mir kaufen kann, ja. Und ja, also am Ende des Tages glaube ich, dass es halt einfach nicht erklärbar ist, warum man so viel Geld überhaupt für eine Kamera ausgeben würde. Aber ich würde es machen, wenn ich das Geld über hätte. Hab's aktuell halt nicht über, aber finde es super spannend, mit der mal ein bisschen rumzuprobieren. Und bleibt auf jeden Fall immer ein Traum für mich, so eine Kamera mal zu besitzen. Erklären kann man es nicht. Jemand, der mit Fotografie nichts am Hut hat, glaube ich, wird immer sagen, ey, Junge, 15.000 Euro, kaufe ich mir eine halbe Eigentumswohnung dafür. Aber ja. Ich würde sagen, die hier, weil irgendwie man hat so ein bisschen mehr so dieses alte Vintage von früher Gefühl. Findest du schöner? Und von den Farben finde ich es irgendwie ein bisschen aufregender, als wenn das jetzt nur schwarz ist. Also die würde mich jetzt mehr anlachen. Sie sind wunderschön. Ich finde die silberne hat so was schön Retro-mäßiges. Ich würde mich auch tatsächlich für die schwarz entscheiden, weil ich brenne für schwarz. Bei mir ist irgendwie fast alles schwarz und ich würde mit der gehen. Da das ja eine teure Kamera ist, würde ich mich für die unauffälligere entscheiden, das ist die schwarze. Ja, die finde ich persönlich auch schöner. Wäre die Entscheidung sehr, sehr einfach für dich, oder? Ja. Ja? Schon. Ganz klar schwarz? Ja. Okay. Kriege ich die jetzt? Das ist meine? Nö. Schade. Die silberne. Ja? Ja, was ich gerade erstaunlich finde, weil eigentlich hätte ich jetzt davor gesagt, ich nehme auf jeden Fall schwarz. Aber irgendwie dieser Look, das spricht mich an. Und es erinnert mich an die allererste Kamera, die ich von meiner Mama bekommen habe. Die sah nämlich eigentlich ziemlich ähnlich aus. Das ist eine Olympus. Eine analoge, mit der habe ich viel, viel fotografiert. Und die sieht so, auch so ein bisschen so aus. Deswegen würde ich die nehmen. ...2000 Jahre später. Ich würde tatsächlich das schwarze Modell nehmen. Das ist einfach so clean und für mich noch eine ganze Ecke ästhetischer und schöner und ja, fühlt sich irgendwie hochwertiger und habe ich ein besseres Bauchgefühl dabei. Auf jeden Fall, ey. Und du würdest die silberne nehmen? Ich nehme alles. Das ist krass. Wir haben nämlich gerade schon gesagt, dass wir keinen Bock mehr so richtig auf Fotos machen haben, weil ich habe das Gefühl, dass mein Equipment, also meine Kamera, mich einschränkt. Tatsächlich. Und dass irgendwas fehlt. Ja, braucht man eine Leica. Ja.
Guck mal, wie schnell du uns überzeugen konntest. Schwarz. Ich würde die nehmen. Ich würde die nehmen. Einfach, also soll ich das begründen? Einfach, weil die für mich aussieht wie so eine, also wie meine klassischen Kameramodelle, die alten, die ich habe. Also die erinnern mich an Ursprungskameras, ja, quasi. Ja, finde ich auch. Deswegen würde ich sie nicht haben wollen, weil ich die besonderer finde und minimalistischer. Ich stehe auf Minimalismus. Okay. Ja, und ich schaue mal auf klassische Dinge. Ja. Wir würden sie beide nehmen wahrscheinlich. Also, ne? Ja. Und dann, ja. Kannst dann jetzt auch gehen. Wir haben jetzt eine Kamera. Ciao. Ja, ganz geil, ne? Sehr nice. Ich würde überhaupt nicht mit klarkommen erstmal. Aber wir kriegen das raus. Ja, kriegen wir hin. So, kurz noch meine eigene Meinung. Tali, du hast für schwarz gestimmt, ne? Ja. Tali hat für schwarz gestimmt. Ich find's unglaublich schwer. Ich sag euch mal, eine von diesen beiden Kameras gehört mir persönlich. Das ist meine. Ich habe mich für Silber entschieden. Ich habe die Kamera jetzt, wie lange habe ich die? 2 Jahre? So lange schon? Ja, kann sein. Kann sein. Vielleicht. Und ich habe mich damals für Silber entschieden, weil ich verbinde mit Leica irgendwie was ganz Klassisches. Und ich finde, die sieht schon so aus wie eine Kamera aus den 60er Jahren. Es gefällt mir einfach. Wobei ich sagen muss, die Entscheidung ist unglaublich schwer. Und wenn ich heute mir eine Leica kaufen würde, ich würde beide nehmen. Ja, ich würde beide nehmen. Aber ein ganz kleiner Vorteil auf dieser Seite. Schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen beiden Kameras ihr nehmen würdet. Silber oder schwarz? So, vielen Dank fürs Zuschauen, liken, abonnieren und einen wunderschönen Tag noch. Tschüss!